Herzlich willkommen im Hause des Herrn. Nach der Hetze des Alltags will er uns zur Ruhe bringen, zu seiner Ruhe bringen. Und er will uns erleuchten durch sein Wort, zusammenbinden als eine Gemeinde und wieder zurüsten für die Herausforderung im Alltag. Wir feiern den 21. Sonntag nach Trinitatis. Das Thema ist die geistliche Waffenrüstung. Der Vers, der mit uns geht, aus Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Zu diesem Gottesdienst danken wir die Bläser, dass sie uns die Gesänge auch mit begleiten, mit Orgel. Wir haben auch eine Taufe. Nach der ersten Lesung wird das Lied zur Einleitung zur Taufe gesungen. Nur eine Lesung, deswegen auch heute. Wir danken Markus Peschel, der uns den Gottesdienst leiten wird. Einfach auch eine Einladung, hier allgemeine Einladung, auch an dem Lehrgottesdienst teilzunehmen. Er ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene auch im Glauben zu wachsen. Viele Ankündigungen sind da weiter nicht am Ende. Deswegen sage ich das jetzt schon gleich, die verschiedenen Kreise haben ihre eigenen Abkündigungen, so brauchen wir da nicht noch mehr Abkündigungen zu machen. Möge der dreieinige Gott uns reichlich segnen, hier in der Glaubensgemeinschaft durch sein Wort und Sakrament. Wir beginnen mit dem ersten Lied. Thank you.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Geliebte in dem Herrn, öffnet eure Herzen, lasst uns Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich arme, sündige Mensch, bekenne dir Gott, dem Allmächtigen, meinem Schöpfer und Erlöser, dass ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, sondern auch in Sünden empfangen und geboren bin, so dass meine ganze Natur und all mein Wesen vor deine Gerechtigkeit sträflich und verdammlich ist. Darum fliehe ich zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und bitte um Gnade. O Herr, sei gnädig mir armen Sünde. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich unser erbarmt und seinen einzigen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen, auch allen denen, die an seinen heiligen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
mit euch. Und mit deinem Geiste. Lasst uns beten. Ewiger, gütiger Gott, du allein bist unsere Macht und unsere Heil. Schaue gnädig auf deine Kirche und halte uns mit deiner rechten Hand, dass wir nicht straucheln und fallen, sondern in deiner Kraft den Sieg behalten. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Höre die Epistellesung, wie wir sie aufgeschrieben finden, für diesen 21. Sonntag nach Trinitatis im Brief an die Epheser im 6. Kapitel. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Oh.
Die Friede von der Herr ist mit uns. Amen. Jesus Christus sei an mich ist gegeben, alle Macht in die Himmel und auf Erde. Gaan dann hin, mag Disziples von allen Nazis und doop alle in die Namen von die Vater, die Sohn und die Heilige Geist und leer alle alles onderhou, was ich jullie beveel het. Und kijk, ich ist mit jullie all die Tage tot an die Volleindung von die Welt. Nochmals sê die Heere, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Kom ons sien die kind, Mia, ontvang die teken van die Heilige Kruis op die voorhoof en op die bors, omdat jy verlos is deur Jesus Christus die gekruisigde. Bly net so sit en sluit die oë. Heere, ons bid u verhoor en genade ons gebed en beskerm nou hierdie kind, wat u uitverkies het voortdurend deur die mag van die kruis van ons Here Jesus Christus, met wie se teken ons die kind geseën het. Maak haar los van alle boeie van die bose, skenk aan haar die wedergeboorte en help haar om op die weg van die verlossing te wandel, sodat ook sy 'n erfgenaam van die hemelse koninkryk mag word. Deur ons Here Jesus Christus. Amen. Lieve Udo, Chantel, ek geloof dat was heel wat drama. Het is altyd opwinding as 'n kind gebore word. Het is altyd iets wat gebeur, iets onvoorspelbaars, iets besonders in die lang pad wat aangedurf word. En ons dank die Here dat ons vandag hier kan wees. Alles het in aanhalingstekens normaal verloop. Halleluja. Nou is ons vir 'n tweede keer hier, vir 'n tweede geboorte. In die Bybel, Nuwe Testament, verskyn hierdie woord wedergeboorte ook twee keer. En telkens word dit met verbinding gebring met water. Ons sien dit as niks anders nie as die doop, want water word in tientalle ander plekke wel met verbinding gebring met die doop. Die mens, wanneer hy fisies lichamelik gebore word, is passief. Die kind is net daar. Alles gebeur rondom die baba. Die kindjie doen niks nie, terwyl die pa en ma en die dokters en die verpleegers skarrel op dat, so dat alles reg kan gaan. Uiteindelik is dan 'n nuwe mens gebore. Maar dan moet die kindjie ook nou leer om self asem te haal, te drink en later om te eet. Ook die lug wat 'n mens inasem is maar net daar. Vir die kleintjie is die moedersmelk net daar. Die kos word voorgesit. Hy hoef net of sy net te eet. Daar sal allerhande siektes wees waarmee ouers en kindjie verder sal worstel, maar dank aan 'n goeie immuunstelsel, medisyne, oefeninge ensovoorts, word dit moontlik om 'n gesonde, vrolike mens op te voed. Soortgelyk ook op hierdie manier die tweede geboorte, wat op geestelike manier gebeur. Die mens is maar net daar, passief. Dinge gebeur rondom die mens. Die mens doen niks nie, terwyl die drie enige God rondskarrel om ons te verlos. Die Skepper God Vader stuur die Seun. Die Seun bewerkstellig die Heil deur sy lewe, lyding, sterwe, opstanding en hemelvaart. Die Heilige Gees neem die Heil wat op Golgotha bewerkstellig is en maak dit hier en nou van toepassing. Vandag word die Heil aan die kindjie oorgedra. Wanneer Mia in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees ingedoop word, dit is die dag van heil en saligheid. Maar dan moet die kindjie ook leer om te luister en te praat. Die woord van God is reeds daar, maar die kindjie wil dit opneem, wil dit lees en saam in die lewe inneem. En daar is alle ander siektes wat nog steeds ook ons geestelike lewe bedreig. Maar dank aan die voorbeeld van die ouers, peetouers en ander mense, dank aan die Bybelverhale en medisyne soos gesange, Christelike onderrig en gemeentebijeenkomste,
sal die kind in staat gestel word om as 'n vrolike, geloofwaardige kind van God te groei, totdat die Here ons eendag uit hierdie wêreld sal neem in sy hemelse volmaakte koninkryk. So, die natuurlike lewe eindig in die natuurlike dood, maar die geestelike geboorte eindig in die hemelse saligheid. Op hierdie pad sal God haar met haar wees, en julle ouers en julle peetouers sal haar leer. Wees dus bewus wat om julle aangaan, wat se groepstuk daar is, geestelike hongersnood of laksheid. Julle neem verantwoordelik ook vir die geestelike opvoeding van die kind, daarna ook die kerk, die skool, die familie en vriende ensovoorts. So ek vraag ek julle nou dan, julle ouers en peetouers, julle het die onmodige kind uit Christelike liefde hulp verleen en gaan nou as sy plaasvervanger by die heilige doophandeling optree. Antwoord dan nou as plaasvervanger van die kind op die vraag: versaak jy die Satan en al sy werke en sy hele wese? Antwoord dan ja. Glo jy aan God die Vader wat jou geskep het? Antwoord ja. Glo jy aan Jesus Christus, God se Seun wat jou verlos het? Antwoord ja. Glo jy ook aan God die Heilige Gees wat jou heilig en eendag sal vermaak? Antwoord dan ja. Laat ons dan as een gemeente die geloof bely waarin ons almal gedoop is en eendag sal sterf, ontstaan. Wir sprechen gemeinsam: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten an Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Mia Benike, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Die almachtige God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat jou weergebore het uit water en die Heilige Gees, en jou al jou sondes vergewe het, versterk jou met sy genade, om die ewige lewe te beerwe. Gaan in vrede. Amen. Ek glo die kinders gaan nou ook sing, en ons sal graag ook die vers oorhandig en die doopkers.
Wer möchte die Kerze überreichen? Als Zeichen des Lichts. Und herzlich willkommen in der Gemeinde Mea Benike. Wir singen Vers 5 und 6 von dem angefangenen Lied. Die Paten gehen zurück und wir segnen noch die Eltern. In Christus, die Gnade von Jere, die ihr gesehen und an ihr Leben gesunde Kanki geschenkt, und ihr könnt nun durch die Tür, als sei erfenam angenehm. Ook die Jere, jou, Chantel, die Gesundheit von ihr Lichaam herstel, sodat ihr vandaag hier die Eredienst samen die Gesin kan bijwoon. Hiervoor wil uns die Jere dank, und uns doen dit mit Woorden von Psalm 145. Die Heere is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondlik. Geslag na geslag prys wat u doen en vertel van u magtige dade, van die luister die heerlikheid van u majesteit. Ek wil getuig van u magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle u grootheid goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Die Heere is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle om hulp roep, en hy red hulle. Die Heere beskerm almal wat hom lief het, maar die godeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Heere verkondig, laat al wat leef, sy heilige name altyd prys. Mag die Heere julle begelei, krag en insig gee. Mag sy wysheid en krag in julle vermeerder, sodat julle liefde in julle huwelik versterk sal word. Mag julle in die geloof volhard en God se versorgingswerk aan die kinders voltrek. Die Seën van die almagtige en barmhartige God daal op julle neer en bly by julle nou en vir altyd. Amen. Baie geluk. Ons sal vanmiddag nog verder fees vier en dan sal ons ook oor die vers verder besin, maar dalk mag jy dit ook lees, Udo, baie hardop. Seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Psalm 91, Jauferzog. Die Heere ist mit ihr. Danke. Wir singen das Lied vor der Predigt. Thank you.
Gnade sei mit euch und Frieden von unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigttext heute Morgen ist auch die Evangeliumslesung für diesen Tage, wie wir sie aufgeschrieben finden bei dem Evangelisten Matthäus im 10. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meine nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Soweit die Lesung. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Was heißt es, um in der Nachfolge Jesu zu sein? Wir sagen, dass wir Christen sind, aber was heißt das, wenn es darauf ankommt? Es ist einfach, um ein Farmer zu sein, wenn alles gut läuft, aber wenn zu viele Sachen auf einmal schief laufen, dann wird's schwierig. Es ist einfach, um eine Hausfrau zu sein, wenn man alles hat, was man braucht. Aber wenn man Gäste erwartet und man merkt zu spät, dass für das Abendbrot noch Zutaten fehlen, dann noch einen Stromausfall und die Kinder, die im Hintergrund schreien, dann ist es nicht mehr so einfach. Also frage ich noch einmal, was heißt es, um Christ zu sein, wenn es darauf ankommt? Jesus begegnet uns heute Morgen mit den Worten: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Dieses erregt ja eine Vorstellung des Krieges, wenn wir da hören von dem Schwert und kein Frieden. Aber Krieg ist hier nicht gemeint mit dem Schwert. Um dieses etwas zu erklären, richten wir unsere Gedanken mal kurz zum ersten Buch der Könige, wo wir von zwei Frauen lesen, die vor dem König Salomo traten. Sie hatten ein totes Kind und ein lebendiges Kind dabei. Und beide versuchten jeweils dem König klarzumachen, dass das lebendige Kind ihres sei und das tote Kind der anderen Frau gehört. Alle wussten. Eine von den beiden sagt die Wahrheit und die andere nicht. Aber wie findet man da die Wahrheit heraus in einer Zeit vor DNA-Testing? Salomo in seiner Weisheit suchte zwischen den beiden Frauen nicht den Frieden zu schaffen, sondern ließ ein Schwert holen, um damit das lebendige Kind in zwei zu teilen, damit alle beiden Frauen eine Hälfte bekommen konnten. Jedoch im Augenblick, als das Schwert erhoben wurde, rief die Mutter des lebendigen Kindes, dass das lebendige Kind doch der anderen Frau gegeben werden sollte, auf dass es nicht umkomme. Salomo brachte nicht den Frieden, sondern mit dem Schwert trennte er die Wahrheit von der Lüge. So auch Christus. Er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, zwischen den Heiden und den Christen, sondern mit dem Schwert scheidet er das Göttliche vom Weltlichen, das Unchristliche von dem Gerechtfertigten. Beim Evangelisten Lukas finden wir eine Parallelstelle zu unserem Text, wo Jesus sagt: Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Eine Auseinandersetzung, eine Teilung, eine Trennung von einem und dem anderen.
So finden wir in diesen Worten den Anfang von was es heißt, Christ zu sein. Wir sollen uns trennen von dem Weltlichen, dem Bösen, all dem, was uns von Gott fernhält oder uns in Versuchung führt, das christliche Leben fallen zu lassen. Es ist gut und einfach, um diese Scheidung einzuhalten, wenn wir die Welt da draußen anschauen. Wir sind hier und die Welt ist da. Schön und wunderbar. Dabei bleibt es aber nicht, denn unser Sozialleben kommt da auch mit in Frage. Mit wem halte ich mich tagsüber auf und wie beeinflussen sie mein Leben? Zum Beispiel, wenn man ständig dabei ist, alles zu lesen, was die Medien so zu berichten, das Negative, das in der Welt so angeht, dann fängt man auch, den Sachen im negativen Licht zu sehen und man verliert dabei die Sicht für all das Gute, das Gott uns immer wieder schenkt. Wenn ein Jugendlicher sich in einer schlechten Freundesgruppe aufhält, merkt man bald, wie sich seine Sprache und Haltung verändern und das nicht zum Guten. Bei Erwachsenen ist das nicht viel anders. Wir sollen somit auch im sozialen Bereich darauf Acht geben, was uns beeinflusst und uns auseinandersetzen von dem, was uns zum Bösen verleitet. Aber Jesus lässt es nicht dabei. Er geht noch einen Schritt weiter und was er jetzt sagt, lässt uns die Schärfe des Schwertes erst recht spüren. Jesus sagt, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinden werden sein seine eigenen Hausgenossen. Die Scheidung von der Welt ist einfach. Man kann sich relativ leicht von schlechter Gesellschaft trennen. Aber wenn es zur eigenen Familie kommt, das ist schwierig. Jesus will hier nicht die christliche Familie trennen. Nein, es geht hier immer noch über das Weltliche und das Göttliche. Wo jemand in der Familie ungläubig ist oder vom Glauben gefallen ist, da kommt diese Trennung zum Vordergrund. Noch mehr, wenn der Ungläubige anderen in der Familie versucht zu verführen, sie wegführt von Gott, dann werden sich die Wege spalten. Denn der Weltfreund steht gegen Christus und seinen Heiligen. Zu diesem Punkt fallen mir zwei Gedanken ein, zu erwähnen, wenigstens wenn es zur Suche eines Ehepartners kommt. Dieses gilt logischerweise allen, die auf Suche sind, aber es gilt auch denen, die schon verheiratet sind und Kinder haben, denn man macht sich ja auch Sorgen, dass die Kinder oder vielleicht auch schon Großkinder einst in christlichen Ehen eintreten dürfen. Der erste Punkt ist, dass man am besten gleich einen christlichen Ehepartner findet, jemand, der mit dir im Glauben wachsen kann. Aber dies passiert nicht immer. Und ich will auch nicht sagen, dass man nun nicht in ungläubigen Kreisen Ehepartner suchen darf. Menschen kommen schließlich auch zum Glauben durch den christlichen Freund oder Freundin. Und dieses bringt uns zum zweiten Punkt, obwohl der vielleicht noch wichtiger ist als der erste. Es ist eine gute Sache, um frühzeitig oder auch schon gleich am Anfang vom Verhältnis über Glauben und Kirche zu sprechen. Wo der Freund oder die Freundin nicht in Glaubenssache interessiert ist, da wäre es besser, das Verhältnis abzubrechen, vor dem es ernst wird. Um Christ zu sein, heißt auch, dass wir innerhalb der persönlichen Verhältnisse das Gute von dem Schlechten scheiden und uns auf Gottes Wegen halten. Und wieso ist es da besser, um sich von den Unwilligen zu trennen? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert,
spricht Christus. Zu diesem können wir auch ergänzen und sagen, wer den Freund oder die Freundin mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Es macht also nichts aus, in welche Richtung die Liebe geht, ob zum Vater oder zur Mutter, zum Sohn oder Tochter oder auch dem Freund oder Freundin. Wer diese Liebe zum Menschen mehr achtet als die Liebe zu Gott, der ist seine nicht wert. Gemeint ist, wer den weltlichen Lüsten nachgeht und wem dem Verhältnis mit dem Nächsten wichtiger ist als Jesus, der schiebt Jesus zur Seite, stellt Jesus an zweite oder dritte Stelle. Und da sagt Jesus, nein, der ist seine nicht wert. Als Nachfolger Jesu sollen wir Christus zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, auch da, wo es uns schwerfällt. Wie ich schon zu Beginn sagte, es ist einfach, um Fame oder Hausfrau zu sein, wenn alles gut geht. So ist es auch einfach, um Christ zu sein, solange die Trennung zwischen dem Guten und dem Schlechten leicht zu hantieren ist. Aber wenn diese Trennung persönlich wird und unsere Liebe zum Vater oder Mutter, zum Sohn oder Tochter in Frage kommt, dann wird es schwierig. Dann, das ist dann, wo wir lernen, was es wirklich heißt, um Christ zu sein. Dann wird uns das Schwert Jesu auch uns von dem Weltlichen abtrennen. Und wer nicht sein Kreuz nimmt auf sich und nimmt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meine nicht wert. Wir sollen Christus folgen, so wie er die Welt absagte, ja selbst sein eigenes Leben dahingab, um den Willen seines Vaters auszuführen, so sollen auch wir Christus nachfolgen. In der römischen Zeit war das Kreuz angesehen als ein Fluchholz. Es war eine Schande für den, der es tragen musste und dran gehängt wurde. Jesus litt Spott, Hohn und Verachtung, als er auf dem Weg nach Golgatha mit dem Fluchholz auf seinen Schultern ging. Und das alles, um uns das Leben zu gewinnen durch seinen Sterben und Auferstehen. Die Welt, der Teufel und seinen Anhängen wollen nichts von Christus wissen und spotten die Gläubigen auf ihrem Wege zur Seligkeit. Nehmt euer Kreuz und folgt Christus nach. Seid willig und bereit, die Trennung von der Welt und ihren Lüsten zu dulden, den Spott und Anfechtung um Christi Willen zu tragen, selbst den Tod zu erleiden. Denn unser Keine lebt sich selbst und Keine stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Aber wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt nicht Jesus nach, der ist seine nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer in dieser Zeit, in dieser Welt sein Leben aufbaut und dem Weltlichen nacheifert, wer Christus zur Seite schiebt, um sich hier ein gemütliches Leben aufzubauen, der wird es verlieren. Der wird alles verlieren, auch das ewige Leben. In Christus Jesus scheiden sich die Wege, entweder zur ewigen Verdammnis oder zum ewigen Leben. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer hier Christi Kreuz auf sich nimmt und ihm nachfolgt, wer sich von dem Bösen dieser Welt trennt, selbst da, wo es sich ganz nahe an uns herangeschlichen hat, dem ist das Leben zugesagt, das Leben, das keine von uns rauben kann, und wo wir einst in himmlischer Ruhe und Frieden hoffen, einzukehren. Um Christ zu sein, ist nicht immer einfach, und wir werden da auch immer wieder herausgefordert von der Welt und in Versuchung geführt. Alleine gegen anzukommen schaffen wir nicht,
Da brauchen wir Jesus Christus, uns zu helfen, uns beizustehen und uns zu stärken. Christus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen zwischen der Welt und seinen Heiligen, sondern das Schwert. Wir haben auch ein Schwert bekommen, nicht um die Welt damit anzugreifen oder Krieg zu führen, sondern uns damit gegen der Welt und ihren Anfällen zu wehren. Im Epheserbrief lesen wir von dem geistlichen Waffenrüstung Gottes, wie wir bereits heute Morgen in der Epistellesung gehört haben. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen, und nimmt dem Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Hier in Gottes Haus werden wir nicht nur angetan mit der Rüstung, sondern immer wieder erneut gestärkt durch Gottes Wort und Sakrament, wodurch wir erneut als Christen in den Alltag gehen dürfen. Hier werden wir angetan mit dem Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wodurch der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Was heißt es also, um ein Christ zu sein? Es heißt, dass das Leben nicht immer so gut laufen wird, wie wir es haben wollen. Trennung von dem Weltlichen, dem Bösen kommen immer mal wieder vor, manchmal sogar ganz nahe und persönlich. Doch hier dürfen wir uns getragen wissen, denn wir sind Gottes Kinder und haben den Heiligen Geist empfangen, der in uns wirkt, das Böse zu wehren und das Gute zu vollbringen. Durch Gottes Gnaden sind wir ausgerüstet mit seinen Gaben, um die Welt und ihren Plagen zu wehren. So lasst uns greifen nach dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, um einander aufzubauen im Glauben, uns von der Welt und dem Bösen zu trennen und uns immer mehr gewiss zu machen von der ewigen Seligkeit, die uns im Worte Gottes zugesagt wird. Amen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, nimm gnädig an die Opfer unseres Dankens, die wir dir darbringen zu deiner Ehre. Lass die Gaben dir wohlgefallen und segne sie zur Förderung deiner Gemeinde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Mächtige, barmherzige Gott und Vater, wir danken dir, dass du in deinem heiligen Wort zu uns geredet und uns das Heil in Jesus Christus hast verkündigen lassen. Nimm unsere Bitten an, die wir vor dir bringen. Wir bitten dich für die Christenheit, erhalte und stärke im Glauben alle, die sich zu deinem Sohn bekennen. Gib, dass das Evangelium überall auf Erden ungehindert gepredigt werden kann und viele Menschen gerettet werden. Gib den Bischöfen und Pfarrern Geduld und Treue, ihr Amt zu führen. Bewahre deine Kirche vor falscher Lehre und vor dem Missbrauch deines Wortes. Führe die Christenheit aus der Verwirrung in deine Wahrheit, dass wir in einem Geist den einen Herrn Jesus Christus bekennen und preisen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde und für alle, die in ihr arbeiten. Gib ihnen Mut, Geduld und Zuversicht für ihren Dienst. Erhalte uns und unsere Nachkommen die reine Predigt des Evangeliums und den rechten Gebrauch der heiligen Sakramente. Gib, dass wir bei deiner Verheißung bleiben und nach deinen Geboten leben. Erwecke unter uns die Gabe, die Geister zu unterscheiden und stehe uns in Zweifel und Anfechtung bei. Wir bitten dich für unser Volk und Land. Leite alle, die uns regieren, dass sie dich fürchten und deine Ordnung achten. Mache die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft willig, der Eintracht und dem Recht zu dienen. Segne die Arbeit in Schulen und Ausbildungsstätten. Fördere die Forschung, die das Wohlergehen der Menschen nährt. Lass Kunst und Wissenschaft dazu dienen, dich, dem Schöpfer der Welt, zu ehren. Wir bitten dich für alle, mit denen wir im Haus und Beruf zusammen sind. Lass die Eheleute in Liebe und Treue verbunden bleiben. Hilf den Eltern, dass sie ihre Kinder als deine gute Gabe erkennen und sie in Verantwortung vor dir erziehen. Fördere Liebe und Verständnis zwischen Jung und Alten. Segne, was wir tun, und gib jeder Arbeit ihren Lohn. Erweise deine Hilfe besonders den Arbeitslosen und ihren Familien. Nimm die in deinen Schutz, deren Arbeit schwierig und gefahrvoll ist. Bewahre uns vor allen Unheil, vor Trennung, Seuchen und Katastrophen. Steh denen bei, die unter ihrer Einsamkeit, ihrem Alter oder ihrer Behinderung leiden. Bewahre sie vor Verbitterung und zeige ihnen den Sinn ihres Lebens. Sende ihnen Menschen, die sich ihre annehmen. Erbarme dich der Kranken, gib ihnen Kraft, ihr Leiden und Schmerzen zu tragen und mache sie wieder gesund. Sei bei dem Sterbenden in ihrer letzten Not und gib ihnen ein Ende in deinen Frieden. Hilf einen jeden in seiner Not, gib, dass wir in der Nachfolge deines Sohnes leben, in deine Gnade sterben und teilhaben an der Auferstehung zum ewigen Leben. Um dieses alles bitten wir dich, Herr, unser Gott, durch Jesus Christus, unseren Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Amen.
denn er ist freundlich. Halleluja. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du verbindest uns mit diesem Mahl, mit deinem Leib, mit der ganzen Kirche. Wir bitten dich, lass uns in solcher Gemeinschaft für dieses irdische Leben gestärkt und bewahrt werden, für das Leben der kommenden Welt. Um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Keine Abkündigungen sind, bleiben wir stehen noch zum letzten Vers, aber noch eine Einladung, sich einfach noch zu setzen, das Ausgangsstück auch noch zu genießen. Wir freuen uns dann auch noch auf den Lehrgottesdienst und die Erfrischung. Thank you.